Dann bauen wir mal die Batterie. 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 So, jetzt haben wir alle guten Geräte, die ich eigentlich brauche, um zu scannen und aufzubauen, aufzumachen und zu scannen. Vital signs stabilizing. Jo, so sieht's aus. Ja, nee, dahin. Da gehen wir gleich mal zur Aurora. Hoffentlich habe ich noch genug Energie. 92% und 100%. Egal. Anzug habe ich auch. Gut, einwandfrei. Aber mit der Beschriftung geht es immer und immer weiter. Also ich mache da jetzt keine großen hier Serie 1, Serie 2 Gedöns. Nee, bei mir geht es einfach durch die Bank weg mit der Nummerierung weiter. Es wäre sonst sehr kompliziert. Gut, nee, nee. Oh, ah, Schreibtisch. Ja, das Ding habe ich auch schon. Aber egal. Hat alles gescannt. Was ist denn das hier eigentlich? Also den Sinn habe ich jetzt gerade nicht verstanden von diesem Luftstrom. Schreibtisch oder Bank oder irgendwie sowas. Super, duper, super. Okay, also hier war nur der Schreibtisch. Ja, zumindest einscannen, das ist mal... ist halt so. Ich hoffe mal, jetzt bleiben die Dinger aber auch wenigstens so erforscht, wie sie halt eben sind. Theoretisch geht's doch dort unten noch. So, da komme ich da wieder raus. Hab ich das Gefühl. Nö. Hä? Egal. Egal, egal, egal. Fahren wir weiter. Was ist das? Oh, Fahrzeugmodifikationsstation. Schubkanonenfragment. Das ist ja schön. Ist da gleich noch was?
Energietransmitter. Jetzt müsste ich überlegen, was das war. Nein, 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 nein. Ach, da sind noch eins. Oh, Flasche Wasser. Schön. Schön. Batterie. Medikit. Schön. Kann ich mit leben. Stimmt ja, nur solche Türen gingen hier aufzumachen. Aua. Schön auf den Kopf gefallen. Bank. Hey, eine Bank. Batterieladestation habe ich schon. Stace-Gewehr oder Stars-Gewehr oder Stase. Welcome aboard, Captain. Jo, hallo. Jetzt mal komplett auftauchen. Ich weiß absolut nicht, wo ich bin. Ah, okay, ich weiß es. Aua. Jetzt bin ich selbst ganz schön erschrocken. Kein Scan nötig. Wo ist denn jetzt meine... Wo sind die jetzt? Oh, da drüben ist noch. Ich sehe das Licht, aber ich sehe es. Ach, da. Manchmal sieht man im Wald voller Bäume. Schubkanone, Schubkanone. Ja, und jetzt wieder sowas. Habe ich schon. Schubkanone habe ich schon. Ich lasse das doch jetzt mal ein bisschen außen vor, also nicht beleidigt sein.
wenn ich gerne immer alles mitnehme und mitnehme und mitnehme, aber das muss jetzt mal so sein. Sonst so komme ich hier nicht mehr voran. Ein Haufenweise solcher Kanonenfragmente. Wasser? Wasser ist was Schönes, Wasser ist was Cooles, Wasser brauch ich und du. Ich frage mich trotzdem, wo am Ende das neue Biom sein wird. Oh, 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 oh. So tief runter will ich jetzt nicht. Oh, ich habe keine Feuerlöscher dabei. Wo ging's denn hier hoch? So, ich bin schon wieder voll vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin voll unten drunter weggetaucht. Ding Dong. Jupp. Hier war's. Oh Mann, die Viecher sind ganz schön beknackt. Vor allem, wenn man die lynchen will. Sollen sich lieber selber lynchen. Aua. Ich brenne! Ach, hier ist noch eins. Sollen die über Selbstmord begeben und runterspringen?
brauchen wir wieder den Scanner. Scanner? Da ist er. Das Ding, das steht kurz vor der Explosion, wenn man es so nimmt. Hängt auf einer Klippe und das Einzige, was ich hier mache, ist erstmal scannen. Grundlegende Dinge des Lebens. Ja, ich hau das ganze Titan erstmal hier weg, weil das brauche ich jetzt erstmal hier überhaupt nicht. Nehme ich dafür das hier mit. Du hast eine Macke, schmeiß auch nicht das Titan weg. Junge, das brauchst du noch. Jetzt erstmal nicht. Batterie, die könnte ich gebrauchen. Lass mal sich selbst scannen. Ich bin infiziert. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Oh. Das klingt natürlich nicht so auch einwandfrei. So, PDA-Eintrag. Download. Codes. Frachtraum 1454. Dem Ding will ich gerne rumfahren. Whee! Flutlicht. Das Ding will ich am liebsten gerne scannen. Triebwerksfragment. Das ist schön. Nährstoffblock, das wäre schön. Was ist hier drin? Nährstoffblock, einwandfrei. Nährstoffblock. Jetzt brauche ich aber das Messer. Jetzt brauche ich wieder das Messer. Auf der 3. Hier sind nämlich solche kleinen Schlabberkunden. Oder Schlabber Kumpel. Wollte ich eigentlich sagen. Nicht Kunden, sondern Kumpel. Ich habe eine scheiß Aussprache. Diese kleinen Dinger am liebsten erstmal alle weg. Alle ausmerzen. Jetzt erstmal kurz auftauchen. Wieder abtauchen.
Jetzt bin ich zwiegespalten. Das habe ich doch schon mal gehabt. Okay, hier ist nichts weiter großartig. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss erstmal gleich ein bisschen Nährstoffblock mehr reinpfeifen. Das wird das ja nicht mehr. Ein PDA-Eintrag. Hilfsmissionsbefehl. Die ganzen Befehle muss ich mir mal in einer ruhigen Minute mal echt angucken. Und alles, was ich mir so bis jetzt angeeignet habe an Wissen und so. Nettes Angebot. Ich war der Meinung, dort gibt es eigentlich Streie drin. Ich bin mir aber nicht so sicher. Hier drin ist Wasser ohne Ende. Hier drin brennt es und brennt es und brennt es. So, das war der leere Feuerlöcher, okay. Ups. So, da reparieren. Containment breach repaired. Further breaches detected. Die nehme ich mit. Containment breach repaired. Further breaches detected. Hier ist keine und keine Beschädigung, also sind die Reste unter Wasser. Okay. Ich habe nur noch alter Falter. Warum sagt denn das mir keiner? Der kann weg, der ist sowieso nur noch auf Sparflamme. Ich habe doch über alles verseucht mit diesen Viechern. Containment breach repaired. Further breaches detected.
Wenn das nur wirklich ausreichen sollte, um eine atomare Katastrophe abzuwenden. Da war das nächste. Aber das... Oh, unter Wasser kann man sich ja damit wegkatapultieren, ist so schön. Jupp. Vier Lecks verbleiben. Drei Lecks verbleiben. Zwei. Klatsch, hat es wieder gemacht. Oxygen. Oh, hallo, Luft. Brauche ich Luft? Jo, ich brauche Luft. Containment breach repaired. Further breaches detected. Das letzte ist immer so eine Sache, finde ich meistens nie. Oder zumindest nie auf Anhieb. Ach, da unten. Attention. High energy particle containment field restored. Auto decontamination sequence initiated. Schön. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days. 10 hours. In 3 Tagen und 10 Hours soll angeblich alles soweit wieder im normalen Bereich sein. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil so viel radioaktive Strahlung wie hier rausgekommen ist. Aber naja, wenigstens brauche ich dann den Strahlenschutzanzug nicht mehr. Also manche Sachen haben auch richtige Vorteile. Schade. Und weg. Gerne dort oben rankommen, aber wie komme ich dort oben ran? Hm. Bin mir nicht so richtig sicher, ob man da oben reinkommt oder nicht reinkommt. Sieht aber eher nicht danach aus. Hier kommen wir wenigstens ran. Geht auch hier Pixel genau. 2 von 4. Ich bin der dort durchs Feuer lief.
Jetzt bin ich zwiegespalten. War das jetzt schon hier oder war das woanders? Ich glaube, das war hier. Ah. Ich meine aber was anderes. Das war bestimmt, das war hier doch. Erstens, hier lag noch was anderes rum. Aber zweitens, ich weiß nicht mehr, wie das da hier durchging. Ich glaube, da hinten ging es lang. Ich bin mir nämlich nicht so richtig hundertprozentig sicher.